Hallo liebe Spielzeugsammler und Brettspielfreunde, heute haben wir die unendlichen Weiten am Start und zwar mit Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert interaktives Videobrettspiel, so wie es auch hier auf der Schachtel steht. Warum interaktiv? Ja, das werden wir euch erklären, weil das haben wir euch bei Atmosphere auch schon erklärt. Genau. Da genau dasselbe Prinzip, aber nur etwas früher als Atmosphere. Genau, das was war wir vorher. Präsentiert haben. Genau. Und zwar, dann kommen wir zu den unendlichen Weiten. Oder besser gesagt, ne, unendlich sind es nicht, weil das die Enterprise hat ein Ende. Ja, irgendwann mal schon. Warum anders? Hier in dem Fall gibt es keine DVD, sondern eine VHS. Ich würde jetzt sagen, okay, warum hat der eigentlich eine VHS? Das bringt ja nichts mehr. Dieses Video findet man online auf YouTube eben. Und kann herunterladen oder ja, über YouTube abspielen. Also das, was sich hier auf der Kassette befindet, findet ihr auch auf YouTube. Gut, kommen wir zum Brettspiel. Ja, im Grunde genommen, kurz erklärt, ihr seid Teil der Crew von der Enterprise und ja, seid die einzigen, die es nicht geschafft haben, vom Schiff zu gehen. Sonderurlaub, weil das Schiff, glaube ich, gereinigt wird. Ja, auf Wartungsarbeiten bei einer Station. Und das Schiff wird entführt von einem Klingonen. Es ist einmal eine kurze Erklärung. Ich meine, es ist ein bisschen Spoiler, wer das Spiel nicht kennt. Aber ja, ihr könnt das jederzeit auch herausfinden über YouTube. Da gibt es eine Menge Videos darüber. Ja. Ja, also wie wir schon erklärt haben, eben, ja, es sind ihr seid die einzigen Figuren drauf. Am Anfang wird bestimmt, wer welchen Rang hat. Naja, bestimmt wissen Sie, es ist Zufall. Es ist zufällig, ja, es stimmt. Und zwar auf diesen kleinen Kärtchen drauf. Also du bist entweder Lieutenant oder Commander. Fähnrich gibt es, Ingenieur und so weiter. Je nach Rang, Abfolge. Diese werden dann einfach nur verkehrt aufgelegt. Jeder Spieler sucht sich einen aus und... Na, durchgemischt und dann wird ausgesucht. Ja. Genau, richtig. In kurzem, ja. Und dann gibt es eben diese Figuren dazu, die dann in solche Halterungen gesteckt werden, die wir jetzt noch nicht vorbereitet haben. Ja. Okay, kann auch mal passieren. So, da haben wir das. Je nachdem, was für eine Farbe man dann eben haben will, es gibt die unterschiedlichen, rot, gelb und so weiter. Genau. Und die werden dann einfach hier, hoppla, hier dann einfach reingesteckt und das Ganze steht am Brett dann. Ja, darunter sind dann eben die unterschiedlichen Ränge. Das ganze Spiel ist gegendert, kann man sagen, weil es gibt weibliche und männliche Charaktere drinnen. Ja, also jeder, es gibt Commander, weiblich, männlich, ja. Also alles. Ja, gut. Also wie wir schon gesagt haben, also ihr seid auf dem Schiff eben drauf und ihr müsst in einer Spielzeit von 60 Minuten es schaffen, diesen Klingonen, der das Schiff entführt, zu besiegen. Wie es zum Besiegen geht, erklären wir euch auch dann gleich. Kommen wir mal zu der Ausstattung des Spiels. Ihr habt einen Recorder dabei, der ist eben aus Pappe, kann man sagen, ja. Ja. Und ihr müsst während des Abenteuers unterschiedliche Chips sammeln, ja, die ich gewisse Zugänge entweder zu einem Phaser oder Waffenkammer kann man so auch verstehen, aber ja. Reingehen kannst trotzdem, aber ich glaube, du hast erst den Phaser-Zugang ab isolinearen Chip. Keine Ahnung, da Phaser-Zugang ab. Genau, drei. Das ist der Phaser-Zugang. Das ist eben der Chip, den ich euch gezeigt habe jetzt. Anfangen tut sie auf jeden Fall einmal mit Zugang zum Holodeck. Warum Zugang zum Holodeck? Es gibt eigene Felder hier, die eben das Holodeck bedeuten, wo man dann erst ab dem Moment solche Holodeck-Karten, die hilfreich sein können, während dieses Spiels verwenden kann. Da gibt es dann eben unterschiedliche Aufgaben. Entweder, glaube ich, geht es darum, jemanden eine Karte zu stehlen oder du kriegst den Phaser vorab oder du bist aus einem Stasisfeld eben befreit. Stasisfelder werden wir auch gleich erklären, warum. Das Ganze wird eben rundenbasierend gespielt. Also jeder kommt einmal dran. Das einmal beiseite. Also ihr könnt alles rund um die Felder eben fahren, egal in welcher Richtung. Es ist nicht die Richtung vorgegeben. Und zwischenzeitlich könntet ihr in so einem Stasisfeld, was so eine Plastikröhre ist eben dargestellt, gefangen sein. Setzt ihr die Runde aus, entweder bis ihr von den Klingonen rausgeholt werdet oder der Computer eine Fehlfunktion hat. Oder ihr habt eine Karte, mit der ihr euch befreien könnt, genau. Daraus gleiche. Oder den isolinearen Chip, der sagt Stasis immun. Genau, das gibt es natürlich auch.
den ihr aber erst ab dem vierten Chip natürlich habt. Es gibt 5 Chips eben zu sammeln, also wie wir euch gesagt haben, Holodeck-Zugang gibt's, dann auch eben Zugang zum Turbolift, das sind dann, jetzt mehr, ja, hier, das sind quasi Sprungpunkte wieder, wo ihr jeweils zu einem Turbolift gehen könnt, wenn ihr schneller hin müsst, zum Beispiel zu 10 vorwärts, auf Englisch eben 10 vorne, oder? 10 vorne? Ja. 10 vorne auf Deutsch. 10 vorwärts. Gut, Konferenzraum, Mannschaftsquartiere, je nachdem, was auf der Map, also auf der Map, auf dem Brettspiel dann drauf ist. Gut, wenn ihr dann einen Phaser eben und alles habt, kriegt ihr dann das auch symbolisch, damit ihr es habt, weil den braucht ihr dann eben, um am Ende den Klingonen zu besiegen. Im Großen und Ganzen müsst ihr die gesamte Ausstattung haben, weil wenn ihr den Kreis fahrt und ihr habt alle Chips, dann kommt ihr, das schon mal beiseite, dann könnt ihr den Weg. Brückenzugang. Genau, einen Brückenzugang. Und dann könnt ihr bis dahin rauf, aber ihr müsst die genaue Würfelzahl haben, damit ihr auf die Brücke kommt. Ja, der Klingone wird euch aber auch behindern. Und beleidigen. Beleidigen auf jeden Fall oder, einen, Spitz, oder einen Spitznamen erteilen. er kann euch herausfordern mit... Erfahre Bisch ist dann eher... Dazu kommen wir dann gleich, das gibt es eigentlich Karten. Aber das ist das Schwert der Herausforderung, dass ihr dann eben schnell dreht. Je nachdem kriegt ihr eine Computerzugangskarte, die es dann hier gibt. Die auch zeitlich wieder dann begrenzt sind, also ab gewissen Zeiten. Genau, es gibt welche mit zeitlicher Begrenzung und welche ohne. Oder welche, die euch erlauben, dass ihr jetzt schon auch einen... Links haben könnt, einen Phaser oder irgendwas. Also es gibt sehr viele, also wenn wir das jetzt erklären würden, dann würde man da nicht mehr rauskommen. Aber wie gesagt, ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, könnt sagen, das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, ich würde es gerne ein bisschen genauer noch haben, dann tun wir euch gerne nochmal ein Video posten, beziehungsweise hochladen, damit ihr es verstehen könnt. Also ja, je nachdem, wie es verständlich ist. Ja genau, was man vorhin schon gesagt hat, bin mit der Farbe Beige. Das kommt in dem Video dann vor. Dann muss man solche Kärtchen ziehen, wo dann eben entweder das obere oder der untere Text eben gilt. Der untere Text gilt dann eben, wenn eben im Feld erscheint, dass eine Fehlfunktion ist. Dann hat der Klingone Pech gehabt mit seiner Aktion. Oder es kommt keine Fehlfunktion, dann kriegt er das obere. In dem Fall habt ihr hier dann eben stehen Carbox, so heißt er eben, also Captain Carbox ging hier antritt, entdeckt einen Computerzugang, gibt den Isolinear-Chip mit dem höchsten Wert zurück. Das ist eben der, den ihr hier, wie erwähnt vorher, auf den Tricorder dann einfach einhängt. Das ist das hier, die können hier dann eben eingehängt werden. Nicht in dem Fall, wie es bei mir drin ist. Also wenn der Tricorder liegt, dann habt ihr es dann eingehängt und ihr den bis zum fünften Chip. Seid ihr dann durch, habt den Zugang und kommt zur Brücke. Das wäre es aber dann noch nicht. Wenn ihr den Brückenzugang dann habt, seid ihr es noch nicht ganz. Weil hier befinden sich dann auch nochmal ein paar Kärtchen, wo ihr dann entweder. Den Zugang ist entweder verweigert oder ihr besiegt ihn. Je nachdem, wie ihr schneller seid. Also nicht jeder in dem Spiel wird gleichzeitig das eben schaffen. Das haben wir eh schon mal gehört. Ja. Es kann auch passieren, eben, dass ihr das ganze Spiel dann verliert, aber es ist dann nicht zu Ende. Es ist quasi, kommt dann am Ende heraus, dass das Ganze, weil die Enterprise in den klingonischen Raum führt, eine Zeitschleife ist. Wenn das Schiff dann im klingonischen Raum nämlich dann zerstört wird, wird das Ganze wieder auf Anfang zurückgesetzt und dann könnt ihr das Spiel neu beginnen. Ja, es gibt dann noch eben dazu beiliegend... Eine Kurzerklärung, ja, zeigen wir euch mal kurz, was für Kärtchen, was alles bedeutet, wie ihr fahren könnt und so weiter. Und was natürlich auch relativ wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, ob man es hier oben irgendwas relativ gut sehen kann. Die Ränge, genau. Weil die sind wichtig, weil der Commander hat den höchsten Rang und es kann auch sein, dass der Werte Klingone immer den mit dem höchsten Rang direkt anspricht oder den mit dem niedrigsten Rang. Ja. Oder je nachdem, Commander, ja. Den Ingenieur. Genau. Was noch bei dem Spiel dabei ist, genau, weil wir zu den Kommandoränge kommen. Bei mir ist es noch original eben drauf. Ihr habt eben solche Sticker dabei. Diese Sticker sollen quasi den Kommunikator eben beschreiben, wo ihr dann auf die Brust drückt und den werten Herrn Captain Kowak in dem Video dann eben antwortet. Dann gibt es dann noch eben die Rangpins, je nachdem, was ihr seid. Und dann natürlich die Medaillen,
die ihr dann irgendwie gewinnen könnt oder eher Orden, wenn ihr das Spiel abgeschlossen habt. Ich habe es jetzt oben lassen, weil man kann auch eine Stricherliste führen, man muss das nicht unbedingt alles runternehmen. Und auf die Brust kann sich jeder irgendwie drücken. Ja, ja, das wäre es eigentlich in dem Spielprinzip. Ja. Ja. Es macht irrsinnig viel Spaß. Wie gesagt, es ist nicht wie Atmosphäre, weil es hier nicht in diesen Zufallsmodus gibt wie bei der DVD, weil es eben noch ein Spiel aus dem 1994er Jahr ist. Die Videokassette war doch zufällig auch. Nein, die ist leider nicht zufällig. Nein. Okay. Du spulst zurück und natürlich hast du wieder selber. Der DVD kann man in Zufallsmodus abspielen. Ja, also wirklich ein lustiges Spiel für einen Spieleabend zu fünft auf jeden Fall zu spielen. Ist empfehlenswert, wer es irgendwie kriegen kann. Bitte ergattert es überhaupt Tracky-Fans oder Tracker, unterschiedlich jedes Mal, sagt man entweder Trackies oder Tracker. In dem Fall, für mich ist es richtig Trackies. Ja, ist es wirklich ist es ein Spielmuss, also es macht irrsinnig viel Fun. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir. Daumen nicht vergessen, Abo dalassen. Kommentar mal. Ja, wie gesagt, Kommentare nur, wenn irgendetwas unverständlich war, dann würde ich natürlich gerne noch ein Video hochladen und euch jetzt genauer erklären. Gut, na dann, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wünsche euch noch was und wir sehen uns beim nächsten Video. Eure Old Kids. Ciao.